Nee, sieht gar nicht gut danach aus. Fragt sich überhaupt, warum ich das überhaupt probiert habe. Hätte ja klappen können. Egal. Runter. Ach, ich wollte zum Hafen runter. Sorry, wenn die Musik immer zu häufig jetzt die Übergänge hat. Weil ich hier so dämlich am Rumlatschen bin. Garvel? Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Scheiße. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Ja, oder auch nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören! Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Gerne doch. Aber hier haben wir jetzt endlich mal Brahim. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Zeig mir deine Karten. Ist das wirklich wahr? Gib mir die Landkarte, mein Freund. Achso. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Okay, der lebt auch hinterm Mond. Komm später noch mal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich.
Captain Jack. Hey. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Na gut. Ich wollte aber jetzt noch bei Laras noch weitere Lernpunkte investieren. Ach ja. Und Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Training. Da ist es. Bring mir was bei. So, das meine ich, Leute. Jetzt habe ich einen gewissen Wert erreicht. Also eigentlich 30, aber mit dem Gürtel habe ich ja 35. Und da geht der Spaß los. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Das kann bis zu 5 Lernpunkte je 1 Punkt kosten. Also je 1 Stärke, Geschick oder Mana kosten. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen, hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Ich bin gerade unsicher, was ich für den Dialog nehme. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Und sind vielseitiger. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Der arme Kerl kann einem leid tun. Verstehe. Wird sich das jemals ändern? Meine Meinung. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen.
Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Okay. Ich bin ganz deiner Meinung. Komm. Wir sind doch alles mit durch. Was soll's? Wird sich das jemals ändern? Ich mal zu den Händlern gehen. Ach Mensch. Die Zeit geht mal wieder so schnell rum, hey. Bin ich über eine Stunde am Aufnehmen. Eieiei. Ich mag das nicht, wenn die Zeit immer so schnell rumgeht. Ich würde gerne noch so viel an einem Tag erledigen, aber die Zeit erlaubt es mir nicht. Die kurze Zeit erlaubt es mir einfach nicht. Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Ach, erzähl mir nicht sowas. Gut. Was du nicht sagst. Was nun? Nochmal zurück. Er erzählt alles weiter. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hört ihr Bewohner von Corinne? Jetzt fängt er schon wieder an zu quasseln. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ja, der Hassprediger hier. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofort... So, Laris, ich bin wieder da. Erzähl dir doch nichts Neues. Einige Probleme erledigt. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Einige Probleme erledigen sich von dir. Das ist eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon losziehen oder... Ich meine, ratsam wäre es, aber ich bin mir nicht sicher, ob dafür genug Zeit ist. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ach, was soll's? Kommt es wirklich wahr? Okay, lass uns gehen. Wohin? Nee. Das machen wir nächste Folge. Ich mache jetzt die... Die Viertelstunde mache ich noch was anderes. Genauso gut in der Stadt noch bleiben. Was du nicht sagst. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das heißt... Ich habe was anderes gehört. Das will doch keiner wissen. Ich habe was anderes gehört, das will doch keiner wissen. Sehr schön. Ich bin Level 4, ja? Ich habe noch 5 Lernpunkte zu verteilen. Das werde ich noch definitiv in Einhand machen. Wo ist Fleisch? Ich nehme mir, was ich kriege. Hier ist einer der Fischer, denke ich mal. Hey! Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ja. Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen.
ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Ist ja auch nichts. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Das werden wir noch sehen. Das werden wir schon noch sehen. Ach, hier oben haben wir noch einen von dem Lied hier stehen. Bei den ganzen Paladin-Haufen. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Du bist lustig. Ich hab dich gesucht. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Arschklar. Und wieder einmal hier hin. Hey, du. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinnes gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Naja, höchstens um damit Geld zu machen. Wie auch sei.
Ich häng fest. Und so ist es in Oswald. Als ob. Ist das wirklich wahr? So. Nee, genauso wie du sagst. Stellt sich das immer so an? Das habe ich schon immer gesagt. Ich wollte gleich über gar nichts. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Glaubst du wirklich daran? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ach, ich habe so etwas keine. Schlimme Zeiten sind das. Glaubst du wirklich daran? Es ist mal wieder typisch. Mich brauchst du das nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch tun soll, ehrlich gesagt. Bei 10 Minuten werde ich ja noch schaffen. Ich wundere mich über schaffen. 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 Siehst du, jetzt kommt mir doch glatt wieder ein Einfall. Schafe habe ich doch gerade eben gesehen. Worum soll ich mich denn noch an? Der Schäfer. War doch auch hier noch irgendwo, meine ich jetzt. Alvin. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich weiß nicht, hört ihr was, Leute? Nee, aber... Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Wie viel Uhr haben wir so? 16:42 ist schon wieder Abend. Eieiei. Boah, hier sieht das eigentlich cool aus. Also, recht gemütlich. Hey. Hello. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Wenn du mit der Hämmerei aufhörst, gebe ich dir 10 Goldstücke. Ui, sehr großzügig von dir. Aber dein Gold kannst du dir... Na, du weißt schon, wohin du es dir stecken kannst. Alles klar. Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Du bist ehrlich nicht ganz dicht. Pass auf. Wenn ich Glück habe... Das wirst du bereuen! Ach, wir haben ja die Vergessensspruchrolle angewendet, stimmt. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Das hängt von dir ab, hey. Mein Freund. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, 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 nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Och ja. Als ob. Das wird nur eine gute Weile stehen. Ach, ich hänge schon wieder fest. Der ehrenwerte Lord André, Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Vielen Dank auch. Eieiei. Guck dir das einer mal an, ey. Hefte Schafe, ey. Peter wird's freuen. Die Peter-Tester. Nein, Oh, hauaha. Arme Schafe. Genau, Jetzt habe ich aber irgendwie wieder das Gefühl, dass Lord André davon mitbekommen hat. Trotz, dass ich im Hafen war, weil das habe ich schon öfters erlebt. Aber,
Was soll's? Ich gebe erstmal hier. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ach, mal schauen, ich glaube nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Leute. Ich weiß nicht, ich gehe mal besser zur Kaserne. Mal gucken. Und wenn ich jetzt bezahlen muss, ist mir auch scheißegal. Ich habe so viel Gold, dass... Komm, was soll der Geiz? Ich habe sowieso das Gefühl, im ersten Kapitel werden wir sowieso eine ganze Zeit lang bleiben. Oder auch im zweiten natürlich auch. Wie es immer so ist, Anfangskapitel sind immer so schlimm. Oh. Okay, alles gut anscheinend. Alles gut. Dann war meine Furcht unberechtigt. Was heißt unberechtigt? Ihr wisst schon. Ach ja, was ich jetzt mal machen kann, ich gehe zu Laris. Dann höre ich an dieser Stelle auch auf. Ich werde auch langsam voll müde irgendwie. Bin seit 5:30 früh wach. Scheiße, ey. Ich weiß, das kommt in letzter Zeit, ey. Ich habe auch wenig Schlaf. Naja, was soll's. Bleib hier bei Laris stehen und dann... Warte. Lass noch die Sterne erscheinen. Bling. Hey. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.